und herzlich willkommen wieder bei deinem Lieblingspodcast. Mir gegenüber sitzt ein fantastischer Mann, und zwar länderübergreifend heute. Und zwar heute Schweiz, Deutschland, und zwar ich sage ganz herzlich Hallo, Nino Paneduro. Schön, dass du bei mir im Podcast von Mann zu Mann bist. Hallo Tino. Nino, ja. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch. Der Zuhörer fragt sich jetzt, wozu? Und zwar, du wurdest auserwählt in Folge, und zwar zu was ganz genau, bevor ich es falsch sage. Sag's bitte richtig. Du hast eine Nominierung erhalten und einen Preis. Ja, ich bin zu den Top 100 Coaches und Trainer ernannt worden, und das in der Dachregion, wo hier in der Schweiz ein Fachzeitschrift, Seminar Insight, und das zum zweiten Mal in der Kategorie Performance. Und das freut mich sehr. Konnte ich diese Nominierung zum zweiten Mal bekommen und gehöre jetzt zu den Top 100 in der Schweiz, wie auch Deutschland und Österreich. Das freut mich sehr. Und warum habe ich das angesprochen, Nino? Und zwar das, bevor du dich gleich vorstellst. Und zwar, warum mir das so wichtig ist. Wir hatten ja auch gerade feststellen dürfen, weil das ist ja auch schon ein weiter und auch für dich harter Weg gewesen. Deswegen war es mir wichtig, dass du das nochmal ansprichst. Und zwar, du kommst ja ursprünglich aus Italien. Ich glaube aus Sizilien, wenn ich das richtig rausgehört habe. Ist das ja, richtig. Ja, genau, aus Sizilien. Genau. Und wir hatten ja gerade gesprochen, und das hat mich auch an der einen oder anderen Stelle, wo du gerade über dein Leben so ein bisschen gesprochen hast, da habe ich so, wurde ich kurz traurig, und das hat mich so ein bisschen, das war auch in unserem Vorgespräch so dieses, dass du wirklich gesagt hast, Mensch, ich habe auch eine Zeit lang ein Identitätsthema gehabt, und da werden wir auch heute noch weiter drauf eingehen. Und deswegen finde ich das so faszinierend, dass du wirklich, ja, aus Italien kommst, aber in der Schweiz viele, viele Jahre lebst und sagst, es war auch ein wirklich langer und harter und steiniger Weg, da wirklich hinzukommen. Und deswegen diese Nominierung und dieser Preis. Deswegen finde ich das so faszinierend. Ja, das ist so, ja. Also ich bin in der Schweiz geboren, aber meine Wurzeln sind in Sizilien, ganz im Süden von Italien. Und dort ist natürlich auch das Italienische, diese Verwurzelung sehr, sehr stark. Und das wieder in der Schweiz mit diesen Kulturen zu leben, oder halt auch, man wird ja auch von den Eltern erzogen, auch italienischen Werten, und das sind nicht immer ganz gleich wie in der Schweiz, und das ist so, ja. Ja, und deswegen haben wir auch die Folge oder den Titel dieser Folge auch benannt, ja, also deine Reise zur inneren Kraft und dein Weg ja auch zu mehr Sanftheit, weil es ja auch, weil du auch mit Sportlern zusammenarbeitest, und da haben wir oder auch du viele Gemeinsamkeiten auch. So, und Nino, aber stell dich erstmal noch ein bisschen mehr vor, wer bist du, wer kommst du, wo lebst du gerade? Gerne, bitte. Ja. Ja, also ich bin Nino, ich komme hier aus der Zentralschweiz, aus der schönen Zentralschweiz, inmitten hier in der Nähe von Luzern. Das ist hier in St. Erhard. Gleich nebenan haben wir ein wunderbares Städtchen, das ist Sursee, mit einem wunderbaren, schönen Sempacher See. Und das Städtchen ist wunderschön. Und ursprünglich ja aus Italien, wie halt mein Name halt sagt, Pane Duro, hartes Brot. Und manchmal dachte ich auch früher, hatte doch einige harte Brotgelegenheiten zum Verdauen, sage ich jetzt mal. Und früh begonnen, sich so den Themen zu stellen, halt auch von der Schule her, weil das war auch sehr intensiv, die Schulzeit, dann die Lehre begonnen, und dann hat sich das so entwickelt mit dem Training, Coaching, wo ich jetzt mache. Das hat, es hat mich sehr, sehr gefreut, jetzt auch diesen Preis zu bekommen oder diese Ernennung. Und es war ein Weg dorthin, und der Weg hatte doch verschiedene Facetten. Und das war wirklich, als du da ein bisschen im Vorgespräch auch drüber gesprochen hast, fand ich das so faszinierend, dass du wirklich gesagt hast, hey, nee, Tino, ey, komm, ich habe auch eine Zeit lang echt, oder viele Jahre, nicht eine Zeit lang, echt viele Jahre so ein Identitätsthema gehabt. Und damit hast du dich ja auch nicht immer wohlgefühlt. Wie ist das gewesen für dich, Nino? Ja, genau, Tino, du sprichst es gleich an. So, es ist richtig. Ich sage jetzt mal, es gibt so eine gewisse Zeit, so dieses
Schweiz oder auch Italien, oder man lebt in der Schweiz, man kriegt die Kultur mit. Ich war sehr, sehr auch integriert, völlig, hat aber auch diese italienische Kultur, und dann so diesen Mix zu finden, da war so eine Krise da, wo ich sagte, ja, aber was bin ich jetzt? Schweiz oder Italien oder eine Mischung? Oder was darf es überhaupt sein? Und da hatte ich doch etwas zu beißen, weil ich habe in der Schweiz auch Freunde und auch gelebt und war überall integriert, das ist so. Und auch die italienische Seite habe ich sehr stark kennengelernt oder auch gelebt, weil ich viel in den Ferien war in Italien. Und dann irgendwann kommt man so in eine Krise, ja, weil jeder fragt ja, oder fragt, was bist du jetzt, Italiener oder Schweizer, oder? Und ich sage ja, beides, oder? Aber es war ein Weg dorthin, weil ich wusste es manchmal auch selber nicht, oder? Ich integriere beide Welten oder beide Kulturen. Aber ich hatte sehr Mühe, weil ich wusste wirklich phasenweise nicht, ja, wohin gehöre ich dann überhaupt? Das war auch so eine Erkenntnis, auch mal gerade zu stehen und sage, ja, ich habe beide Kulturen gern. Ich liebe beide Kulturen und sind auch beide auch wichtig in meinem Leben. Und durch das hat es dann auch eine Seite gebraucht, wo halt auch mal hinhören und auch mal ein bisschen tiefer gehen wichtig war. Ich finde es ja auch so faszinierend. Du bist ja jetzt vor kurzem auch wieder nach einer sehr, sehr langen Zeit wieder in deine Heimat. Okay, du bist in der Schweiz geboren, aber irgendwo hast du ja auch diese Wurzeln. Und dann bist du in deine Heimat, unter anderem Zweitheimat oder Erstheimat, zurückgekehrt nach 4 Jahren. Und da hast du wirklich so einen Wandel festgestellt. Und wie war das für dich? Natürlich, dieser Wandel hat auch eine gewisse Zeit gebraucht, oder? Aber ich war jetzt dort und diese verschiedenen Rückbesinnungen von der Zeit, oder? Wo ich mal Krisen gehabt habe, wieso muss ich immer wieder nach Italien gehen oder nach Sizilien, oder? Oder immer wieder so dasselbe. Aber jetzt hat sich das wie gewandelt und ich sehe auch so dieses Land oder dieses Land von meinen Eltern hat auch so viele schöne Seiten, wo ich doch auch eine gewisse Zeit zu knabbern hatte. Ich hatte diese Facette und dieses Farbenspiel nicht in meinem Kopf drin. Und jetzt sind wir auch mit der Familie, es hat sich natürlich gewandelt, wir sind mit der Familie dort gewesen, wir haben die Zeit genossen, es war schön, wir haben verschiedene Städte bereist, wir lieben auch die verschiedenen Städte und diese Kultur. Und es hat sich so gewandelt auch. Man hat am Anfang so dieses Gefühl, kommst du jetzt nach Hause oder nicht? Oder du hast auch dort die Verwandtschaft. Aber es ist gleich, du hast wie sie diese zwei Länder halt auch drin, oder? Ich bin sowohl Italiener, aber auch sowohl Schweizer oder halt vielleicht auch Europäer, oder? Weil auch gewisse andere Länder, weil meine Eltern haben sehr lange auch in Deutschland gewohnt. Und dort waren wir auch. Ich war noch sehr lange in Deutschland, also näher Frankfurt, bei den Großeltern und habe dort auch diese deutsche Kultur kennengelernt, weil wir jedes Mal, auch zweimal im Jahr, zu meinen Großeltern waren in Offenbach, das ist näher Frankfurt. Und dann hatten wir auch noch diese Aspekte von Deutschland. Und das Spannende ist, Tino, weißt du was? Ja, Mein komm. Großvater und meine Nonna, Ja. die liebten den Streusel, Streuselkuchen. Nein. Und da haben sie auch in Italien, wo ich dann in den Ja. Ferien war, wo sie sie zurückgezogen haben sie mir auch den Streuselkuchen gemacht in Ah. Italien. Verstehst du? Das ist so Ja. eine spannende Facette, oder? Man nimmt halt auch immer wieder was mit, oder? Ja. Das ist ja so, das so, ja. Ja, jetzt, wenn ich zurückdenke, ist es ja auf einmal auch lustig, oder irgendwie so spannend, oder irgendwie man erkennt, oder irgendwie so neue Impulse, wo man dann vorhin gar nicht so gedacht hat. Ja, das ist ja auch so, sonst so ein bisschen so nimmt ja auch so eine gedankliche Enge ein, so. Und ich kann mir das auch so vorstellen im Sinne von, naja, irgendwo ist ja auch eine Anstrengung vielleicht am laufenden Band, oder vielleicht wirst du gar nicht so oft angesprochen, aber irgendwie so, ja,
Italiener in der Schweiz und erklär mir das. So, und irgendwo ist es ja auch eine Herausforderung, da mal für einzustehen. Das ist ja auch gesagt. Aber auch darin die Schönheit zu sehen, was man da ja auch so ein bisschen drin finden kann. Absolut, ja. Und diese Schönheit hat sich aber auch erst jetzt mit dem späteren Leben so auch kommt hervor, oder? Weil man das vorhin gar nicht so in sich trug, doch. Also es war auch schön, aber anders. Aber jetzt hat man doch viel, viel andere Werte, die man erkennt. Oder auch eine gewisse neue Optik bekommen. Oder diese Perspektive hat sich auch gewandelt. Und man ist nicht immer so vielleicht erpicht, irgendwie ein Bild von sich zu geben, sondern hat diese Natürlichkeit auch zu sein, oder? Man muss nicht irgendwas sein, sondern man ist so, wie man ist. Ja, ich finde so eine Vielfältigkeit auch so. Es hatte Absolut. eine andere Vielfältigkeit, ist nicht so schwarz-grau, weißt du so. Und es hat auch eine Besonderheit, so zu sagen, vielleicht scherzhaft oder auch ernst gemeint, ja, der Italiener in der Schweiz. Ist ja auch mal nett. Marketinginstrument, finde ich. Absolut, ja, richtig. Und dann hat man dann schon auch eine ganz andere, man macht vielleicht sich ein Bild, aber Ja. ja, es ist halt so, ja, wie man vielleicht eine gewisse Schublade dann reinkommt, Ja. aber muss gar nicht so sein. Ja, Muss genau. gar nicht so sein. Ja, vor allen Dingen, das ist ja, wie du gesagt hast, bei den Streuselkuchen sozusagen im Sinne von, naja, anstatt immer nur Nudeln und Pizza zu essen, aber Absolut. ist Ja, natürlich auch absolut. super lecker, gar keine Frage. Aber das eben Völlig. mitzunehmen, dass es der eine Vielfalt gibt, die ja total auch sich widerspiegelt, ja auch im Leben. Genau. Und das finde ich ja so spannend, Ja. weil auch jetzt vielfach so gewisse deutsche Gebäcke, zum Beispiel jetzt, Ja. wo ich das jetzt so sage, auch in Italien sich so breit gemacht haben, oder? Ha. Absolut, absolut. Ja, so, auch so brotähnliches Okay. oder dunkles Brot hatten wir vorhin nie, oder? Aber es kam so auch dieser Einfluss von Deutschland zum Beispiel jetzt auch. Ja, also der hat ganz, ganz spannend, oder? Okay, und waren so die Vorbehalte der Schweizer gegenüber deiner Herkunft irgendwie schwieriger oder war es in Italien, wo deine, okay, jetzt bist du der Deutsche, ne? Oder der Schweizer jetzt. Also wo gab es da so ein bisschen Weißt Vorbehalte? du was? Na. Weißt du was? Spannender war, ich Ja. war in der Schweiz, der Italiener mehrfach, oder? Aber Okay. also in Sizilien, in Italien war ich was? Der Schweizer, der Schweizer. Ach. Ah ja, klar. Okay. Weil man, und das war für mich auch so schwierig, diese Identität dann zu finden. Ja, was, ich bin ja irgendwie in Italien, aber doch Ja. bin ich dort der Schweizer. Dann bin ich hier in der Schweiz und war anfangs auch dort irgendwie mit dem Italienischen in Verbindung, die mich so nicht gekannt, richtig gekannt haben. Und dann kommt so diese Krise in dir und denkst du, ja, Himmel, was mache ich jetzt mit dem? Oder ist es jetzt eine Last? Oder wo bin ich jetzt irgendwo? Und da hatte ich doch zu beißen. Und das ist wirklich so. Die Identität zu dem. Aber ich habe dann das so gewandelt für mich dann entdeckt, ich bin einfach der Nino mit beiden Einflüssen oder vielleicht noch viel, viel mehr. Und das war für mich so eine starke Erkenntnis. Ich muss nicht irgendwas sein, sondern ich bin einfach der Nino mit diesen Einflüssen, wo mich auch tragen, diese Werte, wo ich auch so richtig finde für mich. Ja, und ich finde das auch so stark, weil du ja auch mit deiner Frau Christine Wüst zusammen die Arbeit ja auch machst. Ihr macht ja, kommt ja aus dem Bereich so Mentaltraining. Du arbeitest auch selbst mit Sportlern zusammen und da kommen ja auch ganz viele unterschiedliche Kulturen zusammen, unterschiedliche Länder, Meinungen, Sichtweisen, aber im Kern geht es immer um ein und dieselbe Sache, eine große Gemeinsamkeit. Ja, diese große Gemeinsamkeit heißt ganz klar einfach besser werden, schneller zum Ziel zu kommen oder einfach effizienter zu werden. Und diese große Gemeinsamkeit hat dann
gar kein Platz über Kulturen, sondern es geht einfach um die Persönlichkeit oder um die Ziele, um was geht es genau. Und diese Gemeinsamkeit, dann spielt es absolut keine Rolle, woher man kommt, oder? Aber diese Offenheit auch zu haben und zu verstehen, jeder hat eine andere Facette, jeder bringt noch was anderes mit, um dort auch diese Facetten zu erkennen und halt auch zu integrieren. Es darf so sein, absolut. Und das ist schon ein wichtiger Aspekt, dass man alle Aspekte auch mit on board nimmt und dann diese Fahne, wo man dann auch ist, nach vorne zu gehen, besser zu werden, das vereint, oder? Ja, weil jeder hat das gleiche Ziel. Ja, und das ist das. Und vor allen Dingen eins. Ich sehe, du und deine Frau, ihr lebt das beide wirklich vor. Also da finde ich, da gibt es jetzt nicht so die Fassade, naja, nach außen hin strahlen wir, ist alles gut. Aber du sagst, nein, auch wir selbst, obwohl wir mit Menschen zusammenarbeiten, haben wirklich auch Krisen und wir gehen da durch und wir erleben das auch in der persönlichen oder in der privaten, in den privaten Räumlichkeiten. Aber das macht uns aber auch gerade aus, dieses Menschliche auf dem Boden geblieben und wir wissen, wo wir herkommen, aber wo wir auch hin wollen. Also das finde ich so spannend bei euch. Und wie schafft ihr das? Wie macht ihr das? Ja, wir arbeiten zusammen und dann haben wir schon gemerkt, das muss ja irgendwie auch stimmen und passen, oder? Und dann ist halt diese Auseinandersetzung, was sind unsere Ziele, was möchten wir vorantreiben und auch über die verschiedenen Jahre, über die verschiedenen Themen, die wir auch durchlebt haben, dass wir da auch zusammengewachsen sind, oder? Und halt jeder bringt was mit und wir reden viel über diese Gemeinsamkeiten oder vielleicht auch auf verschiedenen Ebenen, weil jeder hat auch seine eigenen Ziele oder Projekte und wir binden uns zusammen und gehen dann, wo wir zusammengehen, den gleichen Weg und gehen auch mit den Menschen auch durch diese verschiedenen, vielleicht auch am Anfang sind es vielleicht Krisen, aber danach bietet auch diese Chancen zum weitergehen oder Neues zu entdecken, das finde ich auch so das Spannende, das Neue zu entdecken und wir entdecken uns auch selber immer wieder neu, oder weil wir auch zusammen viel auch über uns reden und wie siehst du das und einfach diese Kontinuität in der Kommunikation, wo wir auch miteinander das auch reden, oder wie siehst du das vergleichen und was wie nimmst du das wahr? Ja, es ist ein sehr entspannender Prozess, weil wir auch männlich und weiblich so diese zwei Pole noch haben, oder? Das ist ja auch sehr grundverschieden, oder? Oder doch auch gewissermaßen auch gemeinsam. Das finde ich aber so spannend. Ich beschränke mich jetzt erstmal klischeehaft, nimm's mir gerne auch übel, jetzt zu sagen, das schreibe ich eher den Italienern zu, weil ich aber auch zu wenig über die Schweizer Kultur weiß, ganz ehrlich. Aber so dieses Familiäre. Kommt das jetzt daher, dass du sagst, gerade für dich als Mann, hast du das irgendwo auch in deiner Familie erlebt? Also, woher kannst du das so gut? Ich glaube, dieser Familienbezug ist bei mir sehr, sehr stark bei mir drin. Okay. Das Ja. ist so. Also der ist sicher auch von Italien her auch so Ja. transportiert, Okay. ganz klar. Ja. Und das leben wir auch zusammen. Unsere Familie ist sehr, sehr wichtig. Wir haben zwei Söhne, die fordern uns auch sehr. Also es sind zwei verschiedene Persönlichkeiten auch hier mit sehr starken auch Ideen schon jetzt in diesen jungen Jahren, sage ich jetzt mal. Und ja, der Familienbezug kommt sicher sehr stark von meiner Seite her. Ja, tönt jetzt spannend oder ist auch so, es ist vielleicht ein Klischee, aber ich kann dem sicher, ich bejahe dem, ja, das ist so. Also Familie ist sehr ein starker Anker bei mir. Also auch bei der Christine natürlich auch. Aber der ist bei mir auch so noch ganz anders. Wahnsinn. Und wie kommuniziert ihr da? Hast du vielleicht ein Beispiel? Gerade, also Christine hat ja jetzt nur drei Männer zu Hause. So, und das ist ja Absolut. manchmal wirklich auch für sie nicht einfach. Das darf man ja auch so
so sagen. Jeder hat ja seine Persönlichkeit und seine Wehwehchen oder eben halt auch, dass alles gut ist und da auch, dass sie damit einen Umgang hat. Wie ist das? Also wie kommuniziert ihr da? Also seid ihr denn, was jetzt eure Kinder betrifft, dass ihr wirklich sagt, okay, wir ziehen jetzt an einem Strang so und gehen, wir unterhalten uns darüber. Du, Christine, bringt was ein und sagt, naja, da hättest du Nino mal gegenüber dem einen so und so und so. Also gleicht ihr euch da ab? Ich glaube, das sind so verschiedene Phasen, oder? Da reflektieren wir da auch zusammen und sehen, okay, wie ist das jetzt aus? Und teilweise hab ich mal vielleicht strenger die Zügel dran und dann mal auch sie. Und dann kommt das dann halt auch, hey, in dieser Situation hätte ich gesagt, ja, da warst du zu streng. Ah. Weißt du was? Okay. Ich sag's manchmal auch umgekehrt. Aber dann müssen wir dann beide manchmal auch lachen und sagen, hey, also, weil jeder erlebt es ein bisschen anders, oder? Das ist ja noch so das Spannende, oder? Aber wenn wir dann miteinander diskutieren, dann schauen wir ja, was wäre vielleicht hilfreich gewesen in einer späteren Situation dann, um dann irgendwie nicht immer reinzutapsen, wo man vielleicht halt dann, ja, so durch die Situation mit den Kindern halt auch, oder halt die Erziehung, wo halt dann auch immer wieder ein Thema ist, ja, wie heißt es jetzt Erziehung, begleiten wir jetzt die Kinder, oder? Das ist schon auch in der Verbalisierung, oder? Oder? Wie machen wir jetzt das? Was möchten, auch dort, was möchten wir für Werte weitergeben, oder? Ja. Und auch dort reden wir miteinander, wie möchten auch unseren Kindern dann weitergeben und unsere, sag ich jetzt mal, verschiedenen, weil Christine war auch mal weg in Indien und ich war auch mit ihr in Indien. Und das ist zum Beispiel ein Projekt, ein Familienprojekt, wo wir zusammen alle nach Indien fahren möchten, weil wir auch dort diese Kultur gemeinsam, also sie vorher und ich mit ihr, gemeinsam kennengelernt haben. Und das möchten wir auch mal zeigen unseren Kindern, zum Beispiel jetzt zum Beispiel als ein Beispiel, dass wir das auch mal den Kindern zeigen möchten. Mhm. Es gibt dann, hey, es gibt noch was anderes, also in der ganzen Welt, oder? Es gibt nicht nur unsere Welt hier, sondern es gibt auch noch diese andere Welt, dass wir das auch von der kulturellen Seite her auch das weitergeben möchten, zum Beispiel. Das ist so ein konkretes Beispiel, wo wir auch bei uns ganz groß hoch oben geschrieben haben, das möchten wir eine Reise zusammen mit den Kindern machen. Und das, guck mal, Nino, das finde ich jetzt so spannend, weil das passt ja zu dem, wo du diese Identitätsproblem, nenne ich mal, zwischen Schweiz und Italien irgendwie rauszufinden. Und das ist wie ein, finde ich jetzt, wie so ein roter Faden, weil diese Vielfältigkeit ihr jetzt auch unter anderem euch selbst als Menschen gebt, dem Partner und jetzt noch weitergreifend euren Kindern. Das finde ich so spannend. Ich glaube, das hast du genau richtig erkannt. Das ist so. Also das haben wir so auch untereinander selbst beide gefunden, dass wir das haben und auch wir gerne das weitergeben möchten, oder weil wir das auch wichtig finden, diese Vielfältigkeit und das halt auch das Öffnen von diesen Themen oder halt von diesen Kulturen auch mal zu entdecken, einen anderen Blickwinkel zu bekommen oder auch mal den open-minded zu sein, oder? Auch, weil es ist wieder eine Gemeinsamkeit, oder? Und ich war auch schon früh mit Italien oder jetzt halt auch mit Deutschland in Kontakt oder in der Schweiz. Ich hatte diese drei Länder schon früh immer bei mir integriert und hatte doch auch dort festgestellt, ja, wieso sind denn die Menschen vielleicht so oder so? Oder wieso gehen sie gewisse Themen so an? Und dann habe ich dann auch für mich gemerkt, ja, weil es vielleicht halt von der Kultur halt auch so irgendwie projiziert wurde oder auch, wo auch, ich wollte nicht werten, gut oder schlecht, aber zum Beispiel der Streuselkuchen, der hat auch eine gewisse Tradition und die Kuchen in Deutschland sind einfach so größer und in der Schweiz sind sie ein bisschen kleiner und wir gehen immer dort nach Deutschland und sehen, wow, die riesen Kuchen und Torten, verstehst du? Das ja. Oder nur ein kleines Beispiel und das ist ja das Spannende, oder? Und in Italien zum Beispiel sind es auch eher kleiner, zum Beispiel. Oder dann ist halt der Panettone, der ist halt dann auch so groß. Oder einfach so als kleines Beispiel, oder?
Aber ja, weil es hat diese Vielfältigkeit und das ist auch so das Spannende. Stark. Ist denn das, okay, du hast ein bisschen gesagt, aus deiner Familie her, also da wurde das scheinbar vorgelebt. Und wie war das jetzt bei Christine? Ist es jetzt, dass diese Erziehung oder Begleitung, wie man es machen könnte, wurde euch das wirklich ins Haarkleinste vorgelebt oder ist es jetzt etwas, was ihr selbst euch entstehen lasst oder kreiert zusammen? War das schon da oder macht ihr das jetzt von relativ fast null, baut ihr das halt auf? Also Ich mit glaube, euch jeder als nimmt, Partner oder mit den Kindern? ja, ich glaube, jeder nimmt doch was mit. Und wir fragen zum Beispiel auch immer die Kinder zum Beispiel, hey, Ja. ja, auf was möchtet ihr erleben zum Beispiel, oder was möchtet ihr sehen oder so? Dass wir auch schon dort öffnen, ihre Neugier wecken, was möchten wir auch gemeinsam erleben oder auch so. Das möchten wir auch zusammen transportieren, diese Gemeinsamkeit oder auch, es können nur kleine Sachen sein, in den Wald gehen oder es muss ja nicht nach New York sein, aber auch so kleine Sachen, dass sie schon auch entdecken, ja, was können wir gemeinsam auch tun oder dieses Familiensein, Zusammensein, dass wir das auch miteinander durchgehen und auch miteinander auch entwickeln, sage ich jetzt mal, oder auch inspirieren lassen, oder weil jeder hat auch, ich hatte das früher ja nicht, oder zum Beispiel, oder mir wurde nicht gefragt, zum Beispiel, Stimmt. oder es wurde eigentlich, es war so, Stimmt. oder es Ja. war, wir gehen nach Frankfurt, oder zu meinen Ja. Großeltern, wir gehen nach Italien, und dann war es, oder? Und wir haben jetzt für uns entschieden, wir möchten gemeinsam, wir haben klar, wir machen auch gewisse Sachen in Kontinuität, wir gehen gerne ins Tessin, wir gehen gerne in die Berge. Und da habe ich auch wieder so das Italienische, das Schweizerische oder die Berge und so. Und Tessin hat auch so diesen italienischen Flair, oder? Das haben wir auch, aber wir möchten das gemeinsam so auch als Familie gestalten. Stark. Absolut. Total stark. Und also, ich meine, du bist ja jetzt auch sehr erfolgreich. So, und du brauchst ja auch, darf man ja auch ruhig sagen, vielleicht eine Frau an der Seite, die einem manchmal den Rücken frei hält oder Termine irgendwie übernimmt mit den Kids oder was auch immer, oder steht an der Seite oder im Rücken. Und ist es auch, wo du sagst, naja, wenn ja eine Frau Christine jetzt mal, sag ich mal, einen gewissen Freiraum braucht, dass du auch bereit bist und sagst, ja, ich bin da, ich übernehme das, ich mache das, komm, entwickel dich. Ja, also ich glaube, also Christine ist eine starke Frau. Sie hat alles im Griff, sage ich jetzt. Und manchmal habe ich es nicht so im Griff und dann Ja. kommt sie und sagt, wir machen jetzt das so und so, weil ja, das ist halt manchmal so. Man übernimmt dann auch eine andere Rolle dann. Wenn ich arbeite, sage ich jetzt mal mit zum Beispiel Spitzensport, dann arbeite ich, dann habe ich so einen gewissen Prozess, arbeite ich und dann entwickelt sich das vielleicht dann zu Hause, nimmt man sie ein bisschen auf einer anderen Ebene und zum Beispiel ich koche zu Hause. Oh. Oder das Kochen mache ich und Christine ist sehr kreativ tätig, da ist sie am Lied und auch sie schreibt sehr gerne, sie ist dort sehr kreativ und dann übernimmt mich diesen Part zum Beispiel. Oder? So, das Kochen ist so meine Gilde und das übernehme ich dann auch. Oder das Besorgen auch von den Lebensmitteln, weil da kommt der Italiener natürlich, oder? Ah, Und ja. der geht auch gerne einkaufen und das mache ich dann natürlich. Und dann sind so die Lebensmittel nicht nach Plan, so nach Liste, Ja, oder ja. so, sondern da kommt halt noch was anderes mit. Kochst du mehr Italienisch oder mehr Schweizerisch? Beides, Ah, echt. okay. Jetzt hätte Beides. ich. Okay. Mehr die Pizza in den Ofen oder mehr die Spaghetti klischeehaft, aber okay, Ja, stark. beides. Ja, klar. Okay. Absolut, ja. Wow, stark. Ja, Nein, und. wir ergänzen uns sehr, 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 sehr gut. Was ich stark fand, ist, im Vorgespräch haben wir auch ein bisschen persönlicher gesprochen. Es ist ja auch so, ich hatte ja gefragt, wie geht es deiner Frau gerade? Und du sagst, naja, die nimmt sich jetzt auch eine, weil wir arbeiten ja auch selbst mit Menschen zusammen und da ist es auch wichtig für uns, damit wir weiter mit Menschen zusammenarbeiten können,
dürfen ja auch ein bisschen selbst eine Zeit für uns nehmen. Und die nimmt sie sich gerade, aber du hast auch gesagt, auch du nimmst dir gerade die Zeit. Und das finde ich so stark, dass ihr euch da beide diese Räumlichkeiten oder diese Privatsphäre auch gebt. Das finde ich so stark. Ich glaube, das ist wichtig für diesen Prozess, sich auch mal dieses Zutrauen, mal alleine zu sein, oder sage ich jetzt mal, oder auch oder auch sich dem mal zu widmen, Gedanken, oder auch sich den Freiraum zu schaffen oder auch mal wegzugehen und sich dort diese Gedanken zu machen, oder ja, wohin soll es dann weitergehen, oder was ist so wichtig oder was ist auch tragend, sich dem wieder zu reflektieren und halt zu schauen, ja. Und wie wir auch immer wieder machen, diese Perspektiven zu wechseln, zu schauen und dann mal in sich reinzuhören. Und das ist ein wichtiger Prozess, glaube ich. Und halt auch mal diese Stille mal auszuhalten. Das ist auch mal auch wichtig. Stark. Jetzt, Nino, pass auf. Was magst du? Jetzt komm. Christine wird's hören, vermutlich. Was magst du an deiner Frau ganz besonders? Es war nicht abgesprochen jetzt im Übrigen. Alles, ja, war nicht abgesprochen, nee. Nein, nein. Auch mal so diese, sag jetzt mal, diese manchmal auch mal diese Gradlinigkeit, oder auch mal bestand auch so diese andere Seite, auch mal soft, sage ich jetzt mal. Oder, das ist so dieses beides. Und dann auch mal halt, sie ist sehr stark, auch so optimistisch, hey, das geht und das macht und dann das nach vorne gehen, oder? Yeah. Und auch absolut in diesem Vertrauen zu sein, hey, das geht, oder? Yeah. Und halt auch als Familie haben wir uns auch wieder immer wieder neu gefunden, weil das ist, wir hatten mit unserem jüngeren Sohn auch eine schwierige Zeit, wo wir nicht wussten, wie es weitergeht, auch in der frühen Schwangerschaft. Und das hat uns auch wieder so näher gebracht und dann zusammen diese Krisen zusammenzustehen. Und das ist, und sie war sowas von klar und optimistisch, hey, das kommt gut. Und ich war noch so Familie, oder? Das ist so, ich habe irgendwie auch Angst, oder? Aber sie war sowas von klar, das kommt gut. Auch schon früh in der Schwangerschaft. Und auch jetzt haben wir gewisse Themen und ja, wir packen es an und es kommt gut, oder? Das sind so auch so Themen, wo sie auch sehr, sehr stark ist, wo ich ein bisschen eine andere Seite habe. Nino, ganz ehrlich, wenn Christine das hört, ganz liebe Grüße, liebe Christine. Das war jetzt eine italienische Liebeserklärung an deine Frau. Toll. Wirklich, ganz, ganz toll. Und das finde ich so spannend, Nino, dass ich das gefragt habe und dass du es auch zum Ausdruck gebracht hast. Weil ich finde auch, warum sollen wir, gerade wir als Männer, immer den Starken? Nein, wir dürfen auch mal sanft, weich, Gefühle, und dann möchten wir auch mal geführt werden. Das finde ich so stark, und dass Christine das sieht, dass sie das übernimmt und sagt, hey, es braucht jetzt die Klarheit, und da geht es jetzt lang. Das finde ich super gut. Absolut. Ja, das hast du sehr richtig herausgefiltert. Absolut, ja. Das ist so. Total, total schön. Ganz liebe Grüße, liebe Christine. Und das stimmt. Deine Frau ist wirklich kreativ. Also ich habe ja schon einen Kurs bei ihr mitgemacht. Und auch ich mag auch ihre Texte, genau, weil du gesagt hast, sie kann so gut schreiben. Das fällt mir jetzt gerade noch ein, bevor es untergeht. Das ist mir wichtig. Nino, und auch im Vorgespräch, das ist mir bis heute so hängen geblieben. Weil lass uns zum Schluss, wenn du magst, dann zu den Sportlern kommen. Das finde ich nochmal sehr faszinierend. Aber eins, was mir wirklich hängen geblieben ist, ich hatte dich danach gefragt, naja, wie ist es dann jetzt, hast du männliche Freunde, machst du da was? Und da ist dir wirklich so aufgefallen, so, ups, okay, könnte ich mal wieder machen. Wie nimmst du gerade jetzt auch gerade in der Schweiz, vielleicht auch in Italien, so die Männlichkeit wahr? Steckt sie im Wandel oder wo ist sie gerade? Wie nimmst du das wahr und was wünschst du dir auch ganz persönlich, vielleicht für dich und für andere Männer? Wenn ich es jetzt so bei mir anschaue, das hat sich natürlich auch durch die schwierige Zeit, wo wir hatten, halt auch so ergeben. Und
Ja, diese Zeit so einfach für diese Männerfreundschaften zum Beispiel, die sind schon weniger geworden und ich wünsche mir hier, also ich mache jetzt auch, also wir treffen uns jetzt auch und jetzt habe ich jetzt auch angefangen mit Kollegen, wie schon lange nicht mehr von der Schule her, dass wir jetzt uns treffen. Und gerade jetzt im Dezember treffe ich jetzt einen alten Schulkollegen, wo wir jetzt gefunden haben. Ich finde das jetzt wirklich wichtig, dass dieser Austausch, oder? Und ich bezüglich der männlichen Seite von Italien, die ist gerade so richtig am struggeln, sage ich jetzt mal. Weil die Krise in Italien, die ist noch ganz anders auch von der wirtschaftlichen Seite her geprägt. Das habe ich so auch. Und die Leute sind sehr auch so. Auch die Zeit, sag ich jetzt mal, wenn wir jetzt vergleichen, Schweiz, Deutschland und auch über die C-Krise, sage ich jetzt mal, die ist dort noch ganz anders abgelaufen. Und man merkt, die Leute sind so, sie haben jetzt diese Öffnung erfahren, das finden sie super, oder? Und die Männer sind so aber sehr stark in dieser finanziellen Krise, wo jetzt auch so. Ich habe so zwei, drei, also Cousins, also weiteren Grades, die sind so stark am Zweifeln, wie über die Zukunft. Wie geht es überhaupt weiter? Es ist nicht so ganz einfach, sage ich jetzt mal, dort so wirtschaftlich haben sie doch auch gewisse Ängste und sie verlassen auch sehr vehement auch die Dörfer und ziehen dann in den Norden. Also das ist der, und das zerreißt halt auch gewisse Freundschaften. Und ich hatte jetzt auch diese letzten Tage mal Kontakt zu einem Freund in Sizilien, der gesagt, viele sind jetzt auch weg und die sind gar nicht mehr hier. Und dann hat sich das schon sehr, sehr stark eingeengt. Okay, wie ist es in der Schweiz? Wie nimmst du es da wahr? Ja, jetzt ist es wieder, sag ich jetzt mal, eine neue Zeit, sag ich jetzt mal. Und man erlebt es jetzt auch, man nimmt sich jetzt auch mehr Zeit für diesen Austausch. Und man merkt auch, es öffnet sich, man hat auch Bedarf zu reden, sich zu treffen. Auch ein Beispiel jetzt mit diesem Kollegen, lass uns live treffen und nicht mehr online. Ja, das ist jetzt ganz wichtig, sich wieder so zu widmen und sich dieses Gegenüberstehen und halt auch diese Gespräche zu führen. Absolut. Das ist ganz wichtig. Und merkst du, dass das auch wir als Männer auch da jetzt anfangen, Verantwortung zu übernehmen und die Dinge anders zu sehen, nicht mehr oberflächlich zu sprechen, nicht über Bier, also Saufen, Fußball, sondern wirklich auch der Frage nachgehen, wie geht's dir? Und dann wahrhaft darauf zu antworten. Ich hatte gleich jetzt auch so wieder vor einem Monat das Gespräch mit einem guten Kollegen, wo wir auch mal die Ausbildung gemacht haben. Hey, so dieses Warum, oder? Dieses Warum, so das Purpose, wo man auch immer ist, ja, warum oder was ist jetzt wichtig? Warum machen wir jetzt das so? Mit vielleicht gewissen Hinterfragen, oder? Ich hinterfrage, ja, muss es jetzt das sein? Muss ich jetzt das jetzt tun, dass ich erfolgreich bin, oder das jetzt tun, oder reicht es auch mal zu sein, auch dieses Familienkonstrukt. Männer übernehmen mehr jetzt auch zu Hause und er übernimmt jetzt auch, ist spannend, war eine Parallele, übernimmt auch zu Hause mehr. Und das ist so dieses, aber hat auch eine andere Seite, ja. Wie kann man das auch parallel führen, oder? Und das hat auch eine gewisse Organisation zu tun, und weil der Wert hat sich dann auch ein bisschen auch gedreht. Also nehme ich wahr, aus meiner Seite. Also im Sinne von so, dass wir jetzt auch anfangen, als Mann, als Männer, Verantwortung zu übernehmen, Eigenverantwortung zu übernehmen, für die Dinge einzustehen, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht manchmal an der einen oder anderen Stelle
nicht gut sind, aber das gehört wahrscheinlich auch dazu, eine Fehlerkultur vielleicht auch, und dass wir präsenter werden. Auch für uns, für den guten Freund, guten Kumpel, aber auch für die Familie, für die Frauen. Absolut. Und das hat sich also für meine Seite ja schon sehr dorthin bewegt. Und ich finde es auch gut, ist ja auch okay. Es darf so sein. Es darf diese Seite sein, es darf auch diese Seite sein, oder? Ja. Also diese Mischung, das darf sein. Weil wir auch, denke ich, viel voneinander und miteinander auch lernen können. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir unbedingt immer wieder vor den Augen führen sollen. Wir können voneinander lernen. Ich kann von jedem Kunden, von dir lernen, von verschiedenen. Und da, ich finde das eins von den spannendsten Momenten, dass wir so auch mit diesem Mindset oder mit dieser Offenheit, dass wir voneinander lernen können, einfach schon viel mehr Chancen haben. Ja. Oder? Dass wir dort auch viel offener sind für genau diese Vielfältigkeit zu verstehen. Absolut. Ja, weil genau, und das finde ich auch so gut, weil ich hier gesagt habe, so wir kennen uns ja jetzt auch nur, und ich kenne ja auch deine Frau nur erstmal derzeit rein offline, aber wir haben auch schon gesagt, wir haben so Lust drauf, wie du das ja mit deinem Trainingskollegen auch hast, du sagst, nee, auch mal wieder jetzt zurück, offline, live. So, und ich finde, du und deine Frau, ihr habt, finde ich, so wie ich euch beobachte, eine wahnsinnige, ja, Herzlichkeit, Nähe, Menschlichkeit, trotz dessen, dass ihr natürlich auch beruflich etwas zu geben könnt. Aber das finde ich so schön, dass ich da so eine Nähe, Wärme bei euch beiden spüre. Und das finde ich so herzlich, so menschlich, so schön. Und vor allen Dingen, ihr hört zu. Und wie du auch richtig gesagt hast, auch von mir lernen. Das finde ich so stark. Oder ich von dir auch. Ja, ja, also ich finde das eins von diesen Aspekten oder von diesen Jahren, die ich erlebe, wo ich mit Menschen zu tun habe. Ich lerne mit jedem und jeder Person, Persönlichkeit oder auch von, ich habe auch 9-Jährige bei mir. Wow. Oder die zu mir kommen und dann, und ich finde so diese Lässigkeit teilweise, oder? Und er ist so ein wunderbarer Strahlemensch. Er ist Filipino, ein Teil Filipino und ein Teil Schweizer. Mhm. Der Vater ist das. Und dann dieses Flair, dieses Lachen, und ich muss immer lachen, wenn er zu mir kommt, weil er so dieser Sonnenschein ist, sage ich jetzt mal. Aber es geht um Sport, oder? Dann ist die Fahne besser werden, oder? Und das macht er super mit. Aber auch so diese Leichtigkeit, jetzt zum Beispiel jetzt bei diesem 9-Jährigen, das ist einfach cool, auch bei anderen natürlich, aber jetzt einfach so als Vergleich, oder? Und ich lerne, nehme das auch mit, ich erzähle es zu Hause und dann, ja, sagen wir auch, ja genau, das können wir auch wieder mehr machen, oder? Ja, das finde ich so stark, weil da lass uns jetzt gerne zum Sport überschwenken, weil da die Brücke zu bauen, weil die gerade da ist. Du hast es gerade zugeworfen. Das finde ich so gut, weil ich habe dich ja auch gefragt, wie ist denn das, weil ich dich da als sehr menschlich wahrnehme, weil mir ist ja bewusst, dass es im Sport unter anderem viel, ob jetzt nur Mann, Frau, viel um dieses Leistungsprinzip geht. Und da diesen Spagat reinzubringen, das ist, ja, es geht ums Besserwerden. Und du sagtest auch, hin und wieder gelingt es und hin und wieder auch nicht. Aber ich finde dieses, es gelingt viel, viel mehr. Also da auch eine menschliche Komponente in Leistung und in besser zu werden reinzubringen. Wie machst du es? Wie schaffst du das? Hinhören und diese Facetten wirklich mal einfach mal reden zu lassen und einmal zu verstehen, wo sind so diese Themen, dann die aufzugreifen. Und dann immer wieder im Gespräch oder über die gewisse Zeit, wo man dann arbeitet, halt auch hinhören, zulassen und zu verstehen, okay, wo steckt die Person und wo ist das Thema mit Leistung verbunden oder eben nicht. Und danach gezielt zu arbeiten. Und dann halt auch wieder den Fokus zu finden, was brauchst du, oder? Dann ist halt auch wirklich diesen Fokus zu generieren und halt zu merken, okay, das brauche ich jetzt nicht mehr und das gelingt mir, wenn ich hinhöre, wenn ich jetzt einfach ganz mäuschenstill, einfach nur
Emotionen, das auch von der Körperhaltung her und auch mal hinterfragen, kreativ zu sein und dann einfach wirklich zu verstehen, was der Mensch bewegt oder eben nicht bewegt und dann wirklich gezielt reinzuhören, zu verstehen, zu erkennen und dann diesen Drei-Step zu machen, zu verstehen, was ist jetzt, was muss man rauswerfen, was muss man neu integrieren, was muss man neu schaffen, um dort die Ziele zu erreichen. Dort ist wirklich diese persönliche Facette wichtig und die hat jeder, ist irgendwo anders, aber die zu erkennen, hervorzuschälen, in die Tiefe reinzugehen, öffnen, Freiheiten, Raum schaffen, um dort wirklich gezielt zu den Zielen zu kommen. Das ist ganz, ganz wichtiger Prozess. Ich fand es auch so toll, weil ich komme aus einer Zeit, wo Sport eine wahnsinnige Strenge hatte. Da ging es nur über die Strenge und da gab es kein Widersprechen. Und das ist ja ein Grundsatz, den gibt es nur zum Teil bei dir. Du sagst, es ist aber eine gewisse Strenge ist wichtig. Warum ist es wichtig? Ja, ich glaube, es ist schon, also Sport ist ja messbar und Spitzensport ist messbar an Zahlen, Daten, Fakten, sage ich jetzt mal. Oder? Und das braucht auch so diese Härte, oder? Dann ist halt schon diese Gradlinigkeit, diese Fokussiertheit. Aber man muss auch das öffnen, weil ich habe jetzt verschiedene Sportler, man muss auch mal zulassen, mal reinhören, auch vielleicht sensible mal hinzuhören, ja, was ist für mich wichtig, oder? Und dann ist diese Strenge nicht nötig, aber dieses Zurückgehen und einfach mal zu verstehen, was brauche ich als Person noch oder was steht mir im Weg, das geht nur, indem man zurücktritt. Und dann halt mal schaut, oder? Und dann halt auch dann dreht. Und dann wirklich fokussiert. Und dann ist so, es gibt halt nur durch Kontinuität, durch Klarheit, durch Fokussiertheit und durch eine gewisse Disziplin. Die Disziplin, die gehört dazu. Das gehört dazu. Aber mit der persönlichen Note. Und mit Klar. dieses Erkennen und auch Verstehen. Leistung hat auch eine persönliche Note, die darf auch sein, oder? Aber gewisse Regeln sind dann da, oder? Ohne eine Disziplin, ohne auch nach vorne zu gehen, da muss man straight sein, da muss man klar. Aber um mal auch Leistung zu erkennen, muss man auch mal zurückgehen, das einmal analysieren. Und dann ist man dann auf der anderen Seite mal ein bisschen still. Erkennen. Ah, okay. Welchen Sportbereich deckst du denn ab? Hast du unterschiedlichste Sportbereiche? Mit welchen Sportlern hast du zu tun? Also ich habe jetzt also Spitzenhandball in der Schweiz gehört jetzt für mich so einer Säule, die ich sehr, sehr viel mache. Und dort jetzt über alle Spitzenligen, über Nationalliga A, also erste Bundesliga, sage ich jetzt mal, zweite und jetzt auch international Handball-Bundesliga, habe ich jetzt auch einen Sportler, den ich betreue. In der französischen Liga, also dort bin ich sehr stark unterwegs, aber ich habe auch verschiedene Einzelsportarten, Leichtathletik, jetzt Karate zum Beispiel auch, wo ich auch internationale Wettkämpfe vorbereite, WM und EM, oder auch internationale Wettkämpfe in der Leichtathletik vorbereite. Also das ist sehr, sehr individuell, also Mannschaftssportler oder auch und Einzelsportler. Und das Spannende ist wirklich so spannend. Jeder Mensch ist anders, jede Disziplin ist anders. Und ich kann gewisse Facetten von den verschiedenen Sportarten, wo ich mitlerne, integrieren und dann halt auch dort nochmals eine ganz andere Palette reinbringen. Weil auch dort ist es wichtig, mal zu erkennen, was kann man vielleicht auch profitieren, wie geht ein Sportler anders ran, zum Beispiel. Und dann nehme ich so gewisse Facetten von einer anderen Sportart und bringe das dort rein. Und das ist sehr, sehr, sehr spannend. Auch wieder diese Vielfältigkeit, diese Buntheit, das finde ich so stark. Wie ein roter Absolut. Faden. Also das passt zu deinem Leben. Absolut, ja. Das Total. ist, ja.
Genau das finde ich ja spannend. Das macht es ja so spannend und bunt und auch Ja, vielfältig, ja, oder? ja. Und das Schwarz-Weiß ist zwar bei meinem Logo, beim Performance Academy und jetzt wo wir zusammen sind, ist so schwarz-orange. Aber spielt eigentlich gar keine Rolle, sondern es geht wirklich um diese Facetten, diese Vielfältigkeit, was so diese Tiefe cool ist und auch so, jeder bringt was Spannendes mit und jede Facette ist auch eine neue Gelegenheit, das auch zu integrieren. Stark. Stark. Und das habe ich noch nie so richtig für mich greifen können. Jetzt habe ich dich da als Experten, sage ich jetzt einfach mal. So, wieso ist Sport oder wieso kann Sport wichtig sein, auch für diese Menschen, die du da betreust? Wo liegt da deren vielleicht Gemeinsamkeit? Jetzt mal unabhängig von diesem Besserwerden, aber hast du da irgendwas entdecken können? Warum ist Sport so wichtig oder kann Sport so wichtig sein? Also Sport ist so eine Lebensschule, sage ich jetzt mal. Also Okay. eine Sport, weil du musst in dieser Zeit, wo du jetzt zur Verfügung hast, Ja. in der Persönlichkeit wachsen, in der Disziplin wachsen, und dort auch erkennen, was, ich sage jetzt mal, also jetzt in der Laufe der Zeit, in der Tiefe von der Sportart, wenn du das erkennst und Freude und Spaß hat, es gibt auch halt einmal auch Krisen, oder? Manchmal möchte man den Sport oder den Leistungssport an die Wand werfen. Oder? Es gibt so Situationen, ich mag nicht mehr. Richtig. Oder irgendwie ist so ein Knopf da und den möchte ich gelöst haben, aber eigentlich möchte ich alles an die Wand schmeißen, oder? Aber genau dann wieder zur Seite stehen und dann zu fragen, warum? Was treibt mich an? Und was fasziniert mich? Und dort wieder den Spaß zu finden oder diese Leichtigkeit wieder zu finden, dass es nicht immer schwer ist, sondern diese Balance zu finden, wo wichtig ist und dann wieder diese Freude entstehen zu lassen. Das macht den Unterschied. Weil dieses Gedrängte bringt nichts. Du musst es wieder neu kreieren, auch im Kopf erleben und zu verstehen. Und dann kriegst du dort nochmals eine Tiefe, eine Vielfältigkeit. Und genau das mache ich am liebsten. Diese Vielfältigkeit entdecken, gemeinsam mit der Person entdecken. Dort wieder diese Größe zu finden. Weil genau das macht dann wieder Spaß. Wow. Und du gibst ja auch den Raum und sagst auch mal, hinter der Ecke dürfen auch ein paar Tränen fließen. Das finde ich so stark. Die wieder die menschliche Komponente. Absolut, absolut, Das das darf sein. Ja. ja, total, total. Nino, ey, das war so eine tolle Folge. Wir sind schon am Ende. Also, aber da sage ich wirklich, innere Kraft, roter Faden, da passt ja alles vorne bis hinten aus deiner ganz persönlichen erlebten Welt oder auch, ja, dein ganzer Weg findet dort im Sport wieder, in deiner Partnerschaft, bei deinen Kindern. Richte mir bitte ganz herzliche Grüße an Christine aus, von mir gerne, vom Podcast auch. Und wirklich, mein Weg zu mehr Sanftheit, das passt. Und Nino, hast du noch, wo du sagst, ich habe noch einen Wunsch, ein Bedürfnis oder was du noch unbedingt ausdrücken möchtest? Ja, diese Vielfältigkeit, dieses Neues entdecken und auch sich dem widmen. Und überall in der Ecke versteckt sich was Spannendes, wo man vielleicht auch wieder mit neuen Augen was sehen kann. Und das kann uns überall helfen, ob jetzt das im Privaten oder in der Partnerschaft oder jetzt im Sport oder so. Und auch wenn es mal richtig so der Knoten drin ist, mal wirklich mal loszulassen und sich mal zurückzusetzen, diese Ruhe oder auch mal diese Stille mal auch mal zu erleben. So würde ich das mir nennen. Wow. Da würde ich auch gerne das so stehen lassen. Lieber Nino, ich danke dir für deine Zeit, weil du hast bist auch ein sehr, sehr viel beschäftigter, ja, Mensch, Mann. Und ich fand oder finde den Austausch von Mann zu Mann wunderschön. Ich hoffe, es hat dir gefallen bei mir im Podcast. Ich danke dir, Tino. Es war die Zeit ist verflogen. Es ist irgendwie, als könnten wir noch stundenlang Ja. reden. Es war sehr, sehr toll. Ich danke dir auch für dieses Gespräch.
für deine wundervollen Fragen. Ich habe das sehr geschätzt und auch dieser Austausch, als wären wir zu Hause irgendwo in einem Richtig. Kaminfeuer zum Ja. Reden. Ja, total, total. Und ich freue mich darauf, ja, dass wir uns beide persönlich bald kennenlernen dürfen. Da freue ich mich am Gerne, meisten drauf. Und gerne. vor allen Dingen, Nino, ein Wort. Koch Ja. bitte jenes für mich. Da habe ich Lust Alles drauf. klar. Werde ich so machen. Das ist ein Wunsch. Ganz liebe Grüße an Christine. Und Nino, bevor ich es vergesse, wir packen die Daten von deiner Firma oder von Christine rein, und wer noch Fragen hat, ansonsten kann man sich da auch gerne bei euch melden. Absolut, sehr gerne. Das können wir sehr Ja, gerne. das haue ich dann mit in die, schreibe ich dann mit rein in die Folgenbeschreibung. Ja, dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank, lieber Nino. Dir, lieber Zuhörer, dass du dir diese Folge angehört hast mit Nino zusammen. Und danke, dass du den Podcast supportest, unterstützt, mit dabei bist, und auf jeden Fall alles Gute für dich. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Dein Tino. Tschüss. Danke, tschüss.